Nochmal pausiert. Hey Texas, Grüße. Texas, ich muss jetzt hier einen Start angeben. Auf der linken Seite. Seit wann ist denn der erste links? Ist ja nicht mal rechts? Le Mans? Warst du rechts? Map kann man hier wechseln, oder was? Ah ne, warte mal. Hier steht jetzt Einführungsrunde. Habe ich jetzt eine komplette Einführungsrunde? Nö, ne? Man weiß es nicht. Nee, scheiße. Na. Alles gut. Hätte zwar schon einen Vorsprung haben können, aber... Ja, Silber verdankt mir, dass ich hier ein 30-Minuten-Rennen habe. Ich lasse gleich erstmal ein bisschen rollen. Wir haben ja das Spitzthema. Ich will natürlich auch sehen, dass ich hier weiterhin saubere Runden kriege. In so einem langen Rennen müsste ich ja theoretisch noch mehr Safety Ratings haben. So, jetzt schauen wir mal. Das waren 3 Liter. Damit komme ich 35 Minuten, sagt man jetzt. Und ist ja alles gut. Ja, das Gewicht. Oh, ja, ganz sauber hier, ohne Kürze drin. Wir hatten nur vorhin mal gerechnet und da hat man irgendwie so 68 Liter. Aber ist ja auch auf jeder Strecke ein bisschen anders, ne? Aber ja, sieht jetzt gut aus. Ich denke, da kann ich durchballern. Und nach dem Rennen weiß ich dann, mit wie viel ich das nächste Mal starten kann. Lost Felix, ich fahre mit einer VRS Pro. That time was a 141.81. Noch ein bisschen schnell. Muss mich noch ein bisschen an das Gewicht gewöhnen. Das drückt doch etwas.
Ah! Also sag mal, solange das jetzt hier so gut läuft und ich immer noch schneller bin als die, da brauche ich ja auch nicht weiter cutten. Alles für das Safety Rating. What do you mean? Honori Gaming, hi. Alles gut bei dir? Boah, ewig schon mal auf die GTEs aufzulaufen. Was? Ich habe heute mal 10 Minuten eher Schluss gemacht. Ich war ja erstaunt, ich habe gestern nachgeschaut und dachte, das Rennen sei 17.30 Uhr. Ja, Pustekuchen, war 16.30 Uhr. Aber kam mir entgegen. Opa. Ach Mensch. Aber wenn man den Exit einigermaßen sauber erwischt, ne, und nicht rumrutscht und so, da merkt man da schon einen ganz schönen Unterschied. Ah, jetzt hat es gleich gerutscht. Ja. Ich glaube, das kann man sich so mal am Wochenende anschauen oder so. Ich habe dort auch schon einige Bugs gesehen bei Streamern, also da wird noch ein bisschen Arbeit auf die iRacing-Leute zu kommen. Time 141.40.
Hey, Derek, so yeah. Oh, ich find's geil. Alter. Minori Gaming, ich finde es von der Immersion, vom Fahrspaß her, von der Kollisionsabfrage, hier gibt's keine blöden Ghost Contacts oder so. Ja. Finde ich halt viel, viel geiler. Also das Fahren an sich macht mehr Spaß. Aber ja, es gibt noch Bugs und so, ne? Also es ist auch noch nicht so viel Inhalt und so, aber alles gut, 30 Euro. Direct, danke dir. Problem ist, es dauert unheimlich lang, bis wir da ran sind. Also, der Unterschied ist da irgendwie nicht ganz so groß. Es sind halt keine GT3s, ne? Ah, nein, 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 nein. Jetzt haben wir ein Rennen. Jetzt hat er auch Probleme. Ja. Jetzt muss ich ja doch wieder Gas geben. Ich wollte gerade so ein bisschen den Chill-Modus reinhauen. Jetzt muss ich erstmal wieder ein Stück wegfahren. Shit. That time was 144.13. Blackburn, hi. Zum Glück habe ich keinen Bremsplatten oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich trotzdem auch einen Off-Track hier gekriegt habe. Also, dass, ob die Runde ungültig gerechnet wurde. Ich habe dann einfach zu stark versucht, diesen Off-Track zu vermeiden und habe dann übersteuert. Ach, David, was ich da so gesehen habe, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Also von daher, mal gucken. LMU macht mir aktuell einfach mal so viel Spaß. Und es läuft alles so gut, bei mir zumindest, dass ich da keinen Bedarf habe. Das war zu viel. Man beachtet den rechten Reifen. Da war kurz rot. Nee. Es ist keine iRacing. Darfst du die Kürbs nicht berühren? Oder klar, kannst du machen, ne? Aber kostet halt Zeit.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon die Reifen merke oder was. Werde auf jeden Fall unsauberer. Unkonstanter. Ja, also zumindest endet es nicht gleich so katastrophal, wenn man sich doch mal berührt. Und gerade für einen Streamer ist das geil, wenn du halt ein Rennen auch mal zu Ende fahren kannst. Also. Ja, das als eben. Aber das war wieder nicht ganz so gut. Pause anbremsen an sich war okay. Ja, das war auch sauber. Ich muss einfach versuchen, dass ich nicht zu sehr rutsche, nicht zu schnell in die Kurve fahre. Da komme ich besser mit rein. Das stimmt. Aber man muss halt auch sagen, wir sind jetzt ja hier noch in diesen Anfängerskits. Die Leute, die sind ja auch alle noch gewillt, ihre Lizenz hochzubringen. Ich denke mal, wenn du dann später wieder gegen die Profis fährst, da sieht das dann auch alles anders aus. Wenn da das große Ego wieder durchkommt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es besser ist, langsam oder schnell runterzuschalten. Hey Danny! Na? Alles gut bei euch? Ich bin auch gespannt. Ich bleibe einfach erstmal am Ball und wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Aber bisher haben sich die 30 Euro für mich super gelohnt. Oh, zu weit. Ah. Gut, das war der erste. So langsam mag ich auch so Feedback. So, jetzt geht's los mit dem Verkehr. Geschlafen nur. Nee, ich hatte die Woche aber arbeitstechnisch absolute Katastrophe. Das geht jetzt eigentlich schon seit ein paar Wochen, aber die Woche war die Grüne. Ist die Grüne. Ja, Tira, aber man muss halt dazu sagen, dass es dort natürlich was anderes ist als in anderen Simulationen. Das hat ein ganz anderes Level dort. So wird es einem zumindest verkauft. Was ich heute so gesehen habe, war nicht ganz so überzeugend.
Also es sind auf jeden Fall zu wenige Autos unterwegs. Das kann man schon mal festhalten. Ne? Also das, die machen hier Platz. Was ist denn hier los? Bist du überzeugt? Ah, zu viel Gas. Aber mittig fahren ist schwierig dann. Ich. Den werden wir genau in der Askare kriegen, denke ich. Machen wir langsam, dass ich hier mit ein bisschen mehr Schwung dann rauskommen kann. Und jetzt. Ja. Okay, ich brauche hier noch ein bisschen, um das, um die Abstände gut abzuschätzen. Ah ja, das war zu zeitig. Nee, ich hab im OBS habe ich das Race Lab eingebunden. Das seht nur ihr. Ihr seht oben links das Standing. Und diese Telemetrie-Sachen, das sehe ich alles nicht. Ich sehe nur die In-Game-Sachen. Ja, das mit dem fetten Arsch könnte auch an meinem FOV liegen, dass das vielleicht ein bisschen anders aussieht als bei anderen. Das ist wie mit meinem Spiegel, also das, der hat auch irgendwie ein komisches FOV, wenn ich mich da manchmal so drin anschaue. Holder Ellie, hallo! Upsala. So, den kriegt man vielleicht auf der Geraden. Sechs Minuten nur noch, Leute. War vielleicht nicht so gut, da vor ihm noch mal rüber zu ziehen. Aber ich muss mich auch ein bisschen sputen. That time was 8.141.68. Ja, sag ich doch halt. Okay, also überholen wir die hier einmal während des Rennens. Weil ich habe noch Haufen Sprit übrig. Erinnert mich dann bitte mal dran nachzuschauen, wie viel wir dann am Ende haben. Hier verlieren wir jetzt leider Zeit. Hab auch zu viel Abstand gehalten. Das hätte ich besser lösen können.
Aber der hinter uns verliert jetzt auch Zeit. So oder so. Hat jetzt hier reingehalten. Ich hätte gewartet. Achtung, nicht zu dicht dran. Nee, das ist okay. Hey Grossi, oh ja. Ist auch mein erstes Multiklassenrennen jetzt. Und ja, okay. Multiklasse ist nach wie vor, zumindest was dieses Format hier angeht, iRacing der Platz. Sorry, ich muss da mal reinhalten, weil ich habe da einen Gegner hinter mir. Du dich? Ich habe ganz viele Gegner hinter mir, sehe ich gerade. Verdammt! Es sind nur noch 4 Minuten. Jetzt haben wir aber wieder freie Fahrt. Ja, schade, dass ich hier vorne den Rutscher hatte. Der hat dann doch sehr viel Zeit gekostet. Sonst hätten wir jetzt ein einfaches Leben. Ja, nicht von den Bugs abschrecken lassen. Da kann man. Gibt es für vieles eine Abhilfe. Aber bei 30 Euro kann man halt wirklich mal reinschauen. Ne? Hey, jetzt stört ihn insgesamt. Irgendwie bin ich nicht mehr schneller als er. Merkt das beim Anbremsen auch? Ich meine, so die Zeiten sind okay, aber ich mache Fehler. Könnte jetzt natürlich auch daran liegen, dass ich vielleicht etwas schwerer unterwegs bin. Pikadellenschmidt, danke dir. Mal schauen. So, ich muss mich jetzt hier noch mal ein bisschen aufwenden können. Eure langen Texte kann ich eh nicht alle nachverfolgen. Bleibt nur schön sachlich, werden. Letzte Runde. 13. Rückstand, da geht nichts mit angreifen.
ein bisschen eher bremsen und es läuft besser. Ich glaube. Huch, wieder ein Ruckler. Ungünstiger Moment. So, letzte Runde nochmal die schnellste, oder was? 10,6 Liter am Start. Also wenn ich hier nochmal 5 Liter rausnehme, ist das völlig okay, denke ich. Erster Sieg! Aber der war schnell, ne? Schneller Typ! Dankeschön! Sehr geil! Dankeschön! Aber ich merke, da gibt es noch ganz viel Potenzial. Verbesserungspotenzial. Man sieht es auch schon an der schnellsten Runde. Die anderen. Ein anderer war schneller. Das ist natürlich eine Riesensauerei. 5 Liter können wir uns rausnehmen das nächste Mal. Sehe ich jetzt hier mal den Zustand meiner Reifen eigentlich? Nee, hätte ich jetzt eben noch machen müssen, ne? Erwartete Abnutzung pro Runde 10%. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind noch viel mehr Runden gefahren. Na, schauen wir mal aufs Ergebnis. Nee, kein gekillt diesmal. Nichts, keine Berührung gehabt. Oder kann mich zumindest nicht dran entsinnen. Start war ich etwas verwirrt. Ich wusste nicht, ob ich direkt losfahren kann oder ob es noch eine Runde ist. Ja. Und am Ende war es dann doch spannender. Am Anfang dachte ich, ich kann hier easy wegfahren. Oh, es gab aber nur plus 27, obwohl es so ein langes Rennen war. Ist das, kriegt man in Silber dann weniger? Also, Safety Rating sind wir jetzt aufgestiegen in Silber. Silber 1. Da gab es plus 21,2. Das ist ja krass. Das ist richtig viel. Sonst, als ich das letzte Mal gewonnen habe, gab es nur plus 10. Vielleicht, weil ich jetzt hier gerade so über dieser Kante war. Kann ja sein, ne? So, er dachte sogar. Also vorausgesehen hat er, dass ich in der Quali Erster werde. Ich bin Erster geworden. Das ist ja, der hat ja eine Glaskugel. Na genau, so. Gut, aber hier, Quali hatte ich eine unsaubere. Und Rennen hatte ich auch eine unsaubere. Und gab nur plus 27. Ich glaube, das wird immer weniger, je höher man ist. Okay, okay, okay.